Ejo, meine freshen Freunde, schön, dass ihr da seid und einen wunderschönen guten Abend. Zumindest ist es bei mir Abend. Let's play endlich mal wieder was. Und zwar Astroneer. Ja, ich wollte schon lange mal Let's Playen. Ich habe es auch schon mir lange gegönnt. Ich glaube, es liegt schon seit 3 Wochen auf dem PC rum. Ich habe es noch nicht einmal angerührt. Ja, moin. Wie gesagt, ich will es jetzt endlich mal anspielen. Ihr sollt es mitbekommen, auch wenn es der eine oder andere schon kennt. Ich kenne es noch nicht, ja. Ich möchte es echt wirklich anspielen, bin richtig heiß drauf und wir legen auch gleich los. Ich will euch jetzt gar nicht so lange auf die Folter spannen hier. Und wir suchen uns einen Astronauten aus, mit dem wir spielen. Wir haben hier einen von den 4 verfügbar. Ich nehme auf jeden Fall den Orangenen, weil der heraussticht von den anderen, finde ich. Wir legen los und gucken, was uns erwartet, ja? Abgehoben. Okay. Hier kann man sich umgucken. Finde ich nice. Die Welt sieht jetzt so auf den ersten Blick gar nicht so riesig aus, muss ich sagen. Die Landung. Da lädt der Planet. Ja, moin. Läuft. Okay. Nice and easy gelandet. Hier sitzen wir drin. Mit Tab kann man aussteigen. Nice. Okay. Geländewerkzeug mit E. Lol, ja moin. Laubsauger. X der Laubsauger am Start. Einsammeln Gemisch. Gemisch wird wahrscheinlich Benzin sein, wenn ich mich... Ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Auf jeden Fall kann man hier richtige... Oh mein Gott, ich fall runter. Ah! Bin erstmal fast runtergefallen. Rucksack mit Q. Ah, okay. Also wird hier das Zeug eingelagert. Solarmodul haben wir drauf. Wahrscheinlich für die Energie, die wir dann benötigen. Ja, genau hier. Ah, gut gemacht. Das Solarmodul hat man hier drauf und hier ist die Energie für den Laubsauger. Und da müssen wir wahrscheinlich aufpassen, dass wir da einfach immer genug Energie haben. Okay. Ja gut, was gibt es hier sonst noch? So, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Ah, Sauerstoff benötigen wir also auch. Wie bekommt man das Ganze? Also wie gesagt, Leute, ich habe das noch null angerührt, habe es noch nirgendwo wirklich hart angeguckt. Ah ja. Sauerstoff bekommen wir bei unserem Raumschiff, wenn wir hingehen. Da ist diese blaue Linie jetzt gekommen. Nice, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt wüsste, was wir machen müssen. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen hier durch die Gegend, baue mal ein bisschen was ab. Guck mal, was hier so geht. Laubsauger erstmal rausholen. Oh, ich habe hier was gefunden. Was ist das denn? Da ist was Grünes. Lol. Was ist das? Ich will es haben. Unbekannt. Lol. Was passiert mit dem Ding? Hä? Ich hab's aufgenommen. Hallo, ich will da hoch. Forschungsobjekt. Und wie kann ich das mitnehmen? Hallo? Forschungsobjekt? Oh, das liegt einfach hier rum. Okay. Ich hab's mal neben das Raumschiff gelegt. Kann man mal machen. Was ist das Blaue da hinten? Lol, was ist das denn? Mal hingehen. Kann ich das abbauen? Oder muss ich das anklicken? Hallo, was bist du? Ah, da kann ich das Forschungsobjekt bestimmt reinlegen. Das könnte sein. Das könnte wirklich sein. Okay. Wir nehmen das Forschungsobjekt und laufen mit dem Ding dahinter. La 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 la. La 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 la. Kann ich das hier reinlegen? Nee. Aber da ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil drauf. Was soll ich mit dem... Lass dich da reinlegen. Jetzt, toll, jetzt liegt's drauf. Okay, also das kann man hier auf jeden Fall nicht machen. Wofür ist der Pfeil? Ich kann vielleicht reinspringen. Bringt mir das was? Spreng rein. Nee, passiert auch nichts. Abgraben vielleicht? Kann man auch nicht. Bringt nichts, hier abzugraben. Ich kann nur drumherum graben. Das ist ja total dämlich. Ja gut. Wir gehen mal schnell zum Raumschiff zurück. Wir brauchen ein bisschen Sauerstoff. Okay. Gibt es irgendwie hier eine Aufgabe zu bewältigen? Tab. Spiel wird gespeichert. Ja gut. Okay. Mehr aber auch nicht. Ich denke, wir müssen einfach nur ein bisschen erstmal das Gelände erforschen. Gucken, was hier so geht. Das mit dem Pfeil, wie gesagt, eigentlich... Ich weiß nicht, was man da machen muss.
Der Pfeil ist auf jeden Fall nicht umsonst dort. Aber wie man den jetzt benutzt oder was man da machen kann, keine Ahnung. Echt heftig. Wir graben erstmal ein bisschen noch das Gelände ab. Boah, shit, kann ich da Tunnel bauen? Heftig. Was das mit Q? Genau. Mit Q haben wir das Inventar, mit E kann ich abbauen. Ah, hier ist was. Ah, ich kann es abbauen, das mit dem Pfeil. Ah. Ah, okay. Man muss direkt drauf gehen. Sobald der Pfeil grün leuchtet, kann man es abbauen. Muss man natürlich auch erstmal wissen. Müssen wir noch ein bisschen warten, dass das Solarmodul noch ein bisschen Energie hier uns sponsert und dann bauen wir das Ding einfach mal komplett ab hier. Oha. Das Ding hat irgendwie. Unser Laubsauger kriegt irgendwie. Ja. Einen Würfel hinten dran. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Aber werden wir dann bestimmt merken, wenn wir es komplett abgebaut haben. Ah, wir haben fast keine Energie. Ich glaube, ich werde nochmal zum Raumschiff gehen und ein bisschen Energie tanken. Vielleicht geht es dann schneller. Ah, nee, das macht nur Sauerstoff für uns. Okay. Aber gut zu wissen. Ich schätze mal, dass man an das Raumschiff auch noch irgendwie was später was ranbauen kann hier an diesen Punkten. Wie auf dem Rucksack. Natürlich beim Rucksack kann man hier auch das Solarmodul zum Beispiel kann man auch bestimmt erweitern noch. Mehrere Slots ranbauen oder so. Aber das glaube ich dauert noch ein bisschen. Und deswegen. Oh, geht da drüber. So. Wir bauen jetzt erstmal den blauen Stein hier komplett ab. Ja. Jetzt habe ich den komplett abgebaut. Finde ich. Also mehr kriege ich jetzt auf jeden Fall hier nicht raus, aber der Pfeil ist immer noch da. Was soll denn das? Kann ich jetzt vielleicht das Objekt da reinlegen? Hallo? Nee. Bringt mir auch nichts. Abbauen kann ich es aber auch nicht mehr irgendwie. Da kommt nichts mehr raus. Oder? Sieht zumindest nicht so aus. Nee, das haben wir jetzt auf jeden Fall erledigt. Was haben wir denn daraus jetzt bekommen? Hä? Was habe ich gemacht? Hä? Ich habe ein Solarmodul hergestellt. Hä? Okay. Ja, gut. keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Ah! Jetzt! Jetzt hat. Oh, oh shit, ich verliere die Leben. Merke ich gerade, ich brauche Sauerstoff. Los, 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 gib mir Sauerstoff. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, man braucht ja auf jeden Fall noch Gemisch, weil die Sachen nur so vom linken Feld zum rechten Feld werden die sozusagen versorgt. Wir brauchen jetzt also in diesem Feld hier oben auch noch was, damit das nächste Solarmodul auch versorgt wird, beziehungsweise auftanken kann. Was haben wir denn? Hier, Lithium, Batterie. Ah, ich kann hier Sachen herstellen. Einen Tank kann ich herstellen. Einen Generator, brauche ich Kupfer. Eine Windfahne, ein Solarmodul. Okay. Dann läuft es doch schon mal. Wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen. Ein paar Rohstoffe suche ich jetzt eigentlich. Und ich weiß nicht, was mit der Waffe, mit unserer Waffe jetzt los ist. Der hat so einen blauen Bobbel hinten dran. Keine Ahnung, was der bringen soll. Ah, jetzt habe ich hier was abgebaut. Aber warum? Warum kriege ich da nur ab und zu was raus? Komische Sache. Echt komische Sache. Okay. Ich glaube, wir sollten was anderes suchen gehen. Das Forschungsobjekt nehmen wir erstmal mit und gehen damit zum Raumschiff, damit wir das nicht vergessen. Ich denke, das kann später mal noch ziemlich wichtig werden. Vielleicht können wir es auch abbauen oder so. Nee, das können wir wirklich nur tragen. Vielleicht könnte ich ins Raumschiff einsteigen. Und nee, da kann ich nicht ins Menü. Sonst hätte ich gedacht, vielleicht kann ich was ins Raumschiff ranbauen. Wäre natürlich auch geil.
Vielleicht kann ich so ein Solarmodul ans Raumschiff ranpappen. Das können wir probieren. Das können wir ausprobieren. So, Solarmodul. Ja, lol. Okay, jetzt habe ich ein Solarmodul an unser Raumschiff ran. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt bringt. Aber ich schätze mal, dass es uns, solange wir in der Nähe stehen, uns Energie dazu gibt. Ja, lol, wie schnell man jetzt auflädt. Heftig. Die Energie ist ja jetzt richtig schnell aufgeladen. Ja. Das hat es auf jeden Fall gebracht, das Solarmodul daran zu klatschen. Jetzt sieht man auch, der Strich ist jetzt nicht nur noch blau für Sauerstoff, sondern gelb-blau. Also lädt er auf gleichzeitig. Das ist natürlich. Man lernt schnell dazu bei dem Spiel, finde ich. So, wie machen wir denn jetzt mal weiter? Wir könnten jetzt für unser Raumschiff natürlich noch was herstellen. Ich schätze mal, wir müssen auch noch was herstellen für unser Raumschiff, so wie einen Tank zum Beispiel, dass wir fliegen können. Lithium für eine Batterie, Gemisch, Verbindungen. Okay. Titan für einen Tank, Kupfer für einen Generator, Leuchtfeuer, Windfahne. Okay, also ich würde mal sagen, dass wir jetzt erstmal einen Tank bauen oder einen Generator. Schwierig. Wir suchen einfach mal Rohstoffe. Das ist jetzt erstmal das Nächste. So, wir suchen Rohstoffe. Müsste ja bestimmt was geben. Ah, man kann auch rennen. Okay, gut. Ich dachte schon, man kann nur so langsam rumschleichen. Das wäre total langweilig. Am Anfang wurde uns ein Feld angezeigt. Hier ist Gemisch. Ja, genau, die Felder werden angezeigt. Geil. Okay. Ah, so sieht also Gemisch aus. Gut zu wissen. Okay. So, wieder ein bisschen Energie sammeln. Sauerstoff nur noch 50%. Das geht natürlich auch ziemlich schnell runter, ne? Man kann nicht wirklich weit weglaufen. Muss man aufpassen, was man macht. Aber wir haben ziemlich viel Gemisch gefunden. Ah, und das, was wir vorhin an der Waffe hinten dran hatten, also in unserem Laubsauger, das ist das, was wir aktuell gerade gesammelt haben. Jetzt verstehe ich das auch. Okay. Gut. Wir laden hier auf. Jetzt gucken wir mal. Können wir mit unserem Gemisch, kann ich eine Verbindung herstellen? Was sind Verbindungen? Vielleicht, dass ich weiter weglaufen kann vom Raumschiff. Das könnte ich mir vorstellen. Kann man sonst noch was mit Gemisch? Eine Solarmodul könnte ich noch bauen, aber davon haben wir ja schon eins. Ich mache mal eine Verbindung. So. Okay, eine Verbindung hergestellt. Verbindungen. Gut, wofür brauchen wir die Verbindungen? Jetzt kann ich die ans Raumschiff. Okay, ich habe jetzt ans Raumschiff rangepappt. Keine Ahnung, was sie uns bringt. Hallo, Verbindung. Ich habe die halt jetzt im Rucksack. Aber. Ach, Verbindung platzieren mit T. Das wäre natürlich jetzt mega, wenn ich jetzt die irgendwo hin platzieren kann. Ja, wahrscheinlich muss ich ein bisschen näher ans Raumschiff ran. Okay, das reicht noch nicht. Ah, hier sieht man den Pfeil. Okay. Jetzt platziere ich die Verbindung mal hier jetzt hin. Und jetzt werde ich sogar weiter auf. Ah, okay. Das ist natürlich cool gemacht. Man braucht Verbindungen, um Energie vom Raumschiff zu bekommen. Dann mache ich mir doch gleich nochmal eine Verbindung, weil die sind hilfreich, auf jeden Fall. Und da hinten war auf jeden Fall auch noch genug Gemisch da. So. Verbindung, Verbindung. Gut, okay. Ich komme immer auf Escape, weil ich hier raus möchte aus diesem Menü. Verbindungen mit T platzieren war es, genau. Okay, so. Gucken wir mal, dass wir die maximale Reichweite für die Verbindung immer bekommen. Okay, hier ist keine Verbindung mehr. Hier ist noch eine Verbindung. Gut. Okay, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut bis jetzt. Jetzt können wir nämlich auch ein bisschen weiter weglaufen, weil wir ja nicht mehr so nah, so weit den Weg haben. Also wir haben keinen weiten Weg mehr zum Raumschiff. Ist auf jeden Fall vom großen, sehr großer Vorteil jetzt. So, und hier ist schon das Gemisch. Jetzt können wir das wieder easy abbauen hier. Haben ja genug Energie. So, Gemisch, Gemisch, Gemisch. Noch mehr Gemisch.
Heftig. Mal kurz warten. Okay. Jetzt haben wir schon wieder zwei Felder Gemisch abgebaut. Das ist natürlich geil. Also, ich glaube, das Spiel macht süchtig. Bis jetzt habe ich echt. Das bockt sich wirklich mega bis jetzt. So, wir haben noch eine Verbindung. Die platziere ich gleich mal hier rüber. Und wir werden easy aufgeladen. Wie schön. Gut, dass das so geil funktioniert, ey. Was ich jetzt aber gerade bemerke, es ist Nacht bei uns. Die Sonne scheint nicht. Und wir kriegen aber auch keine Energie. Da eben das Solarmodul auch keine Sonne sozusagen abbekommt. Ist natürlich gut durchdacht, das Spiel. Für so eine Alpha. Wir gucken mal, was es hier noch so gibt. Vielleicht kann man hier irgendwas abbauen. Sieht aber nicht so aus, als ob es was Prickelndes hier geben würde. Ich baue einfach noch eine Verbindung hin. Wir haben noch eine. Die wird jetzt hier hinge. Nein, dahin. So, jawohl. Mich interessiert natürlich auch, was mit dem blauen Ding ist da, weil der Pfeil immer noch dort ist. Das ist natürlich. Leute, jetzt kommt wieder was raus. Ach. Ach, das ist Sauerstoff. Das ist Sauerstoff, was wir da abbauen. Können wir uns mit Sauerstoff irgendwas. Können wir da irgendwas machen mit Sauerstoff? Oder können wir den wirklich nur zum Atmen dann hernehmen? Ein Leuchtfeuer kann ich jetzt herstellen mit dem Gemisch. Das mache ich doch mal. Das will ich noch sehen, wie das ausschaut. Ein Leuchtfeuer. Okay. Was bringt uns das jetzt? Ich habe es halt jetzt im Rucksack, ne? Das kann man bestimmt auch hier an Dings ran klatschen, an unser Raumschiff. Das probieren wir jetzt noch schnell. Da habe ich echt voll Bock drauf jetzt hier. Will gar nicht mehr aufhören. So, Leuchtfeuer ist da. Ein bisschen zur Seite drehen, dass ich sehe, was ich hier mache. Ja. Leuchtfeuer ist jetzt auf jeden Fall hier am Raumschiff angebracht, aber was es uns bringt, wie gesagt, weiß ich nicht. Ist auch so rot. Vielleicht brauchen wir Sonne dafür. Vielleicht müssen wir warten, dass es Tag wird. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, was kommt denn da? Ein Sandsturm. Schnell mal hier ins Raumschiff rein. Vielleicht sind wir dann geschützt. Ich glaube, ein Sandsturm ist nämlich nicht so gut. Oh, wie. Da sieht man ja fast nichts mehr jetzt. Oh, da kommt er. Geil gemacht. Holy moly. Okay. 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 Ich sehe so gut wie nichts mehr. Der Sandsturm ist echt heavy. Wow, was fliegt denn da durch die Gegend? Lol. Alter, das ist ja kein Sandsturm mehr, das ist ja schon ein Tornado. Der schmeißt Steine durch die Gegend. Ja, moin. Sogar meine Verbindungen wackeln hier. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir ins Raumschiff gegangen sind, auch wenn die Tür offen ist. Ja, jetzt verzieht er sich wieder, der Sandsturm. Der ist nach da gezogen. Man sieht ihn sogar richtig heftig. Sehr geil gemacht. Sehr geil gemacht, muss ich sagen. Und es wird Tag. Die Sonne geht auf. Schön. Der Sandsturm ist vorbei, die Sonne geht auf. Was will man denn mehr? Was ist das denn hier? Harz. Gewöhnlich. Hä? Ach, ich brauche Harz. Dafür wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal vermuten. Dieses Leuchtfeuer. Ich habe auch keine Ahnung, wofür dieses Leuchtfeuer ist. Heftig. Ja, gut. Ich würde einfach mal ganz kurz noch was ausprobieren. Unbekannt, unerforscht. Wir können damit noch nichts anfangen. Ich würde einfach mal sagen, Leute, das war jetzt. Ja, das war jetzt erstmal Folge 1. Wir wissen zumindest jetzt, dass wir auf dem Planeten sind. Also, wir wissen, dass es Unwetter gibt, wie einen Sandsturm. Wer weiß, was es noch gibt. Es gibt hier, was wir schon gefunden haben, Forschungsobjekte, die wir bis jetzt nicht erforschen können. Wir haben ein Leuchtfeuer gebaut, womit wir auch noch nichts anfangen können. Wir haben aber Verbindungen gebaut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Fortschritt, finde ich. Und
Wir haben sogar noch mehr Verbindungen, sehe ich gerade im Rucksack. Die werden wir aber in der nächsten Folge verwenden. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt auf das Spiel. Und wenn es euch auch gefällt, gebt mir mal bitte Feedback. Lasst einfach einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Würde mich freuen. Estronir Folge 1 ist damit zu Ende. Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und schönen Tag noch.